habe einen Text geschrieben über eine Person, die nicht so cool zu mir war. Der Text trägt den Titel Keine extra Wünsche für Madame und er geht so. Weißt du, was ich mir gar nicht vorstellen kann? Dass es jemals nicht so war, wie es heute ist. Dass wir eine so lange Zeit nicht waren und das auch nie vermisst haben. Und ich kann mir noch weniger vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr so sein wird. Weißt du, ich liebe dich mehr als gestern, aber immer noch weniger als morgen. Und dann, 10 Monate später? Warum sagst du nichts? Sag, bin ich dir egal? An dem Punkt, wo es einem egal ist, ist der Punkt, an dem man sich verliert, spielen wird. Wer kann länger ignorieren? Lieber nicht. Du weißt, ich bin diszipliniert und man kann vor seinen Problemen nicht immer wegrennen. Neuerdings hast du keine Meinung oder du kannst sie nicht begründen, aber habe ich eine Meinung, muss ich sie lauthals verkünden. Weißt du, ich sag immer alles. Ich bin ein offenes Buch und du sagst nichts. Ich glaube, dass ich immer noch den Schlüssel zu deinem suche. Ich suche auch das Gespräch. Du sagst nichts, mir ist kalt, meine Augen sind glasig, ich will dich nicht mehr sehen. Geh, du raubst mir meine Zeit. Früher war ich einfach nur sauer, heute bin ich auch mal traurig. Glaubst du noch an uns? Weißt du, ich glaube, ich glaub's nicht. Ich habe insgeheim die Momente, in denen du meinetwegen lächelst, gezählt. Und sie sind irgendwie eingegangen und schon eine Weile lang fühle ich mich eingefangen zwischen Angst, allein zu sein und Hoffnung und Freiheit und zwischen zwei nur einer zu sein. Und du sagst, tja, so ist halt das Leben und keine extra Wünsche für Madame. Und ich weiß, ich bin ohne dich besser dran und trotzdem entsteht am Anfang so ein Zweifel und es fühlt sich an, als hätte ich einen zu engen Schuh wieder ausgezogen, den ich aber eigentlich sehr mochte. Lass uns doch keine Zeit verschwenden beim Zeitverschwenden. Lass uns doch nicht die Fehler überblenden. Lass uns doch nicht untergehen, wenn wir wissen, wie man schwimmt. Lass uns doch nicht so tun, als würden wir nicht wissen, was hier stimmt. Lass uns doch nicht abstürzen, wenn wir wissen, wie man fliegt. Warum denn verlieren? Wir wissen doch, wie man siegt. Und wir haben es doch vorher auch immer geschafft. Warum so blind sein? Wir können doch sehen. Warum so naiv sein? Wir können doch verstehen. Und wie kannst du so schlafen? Wir sind jetzt an einem Punkt. Wir sind beide gescheitert. Wir haben beide verloren. Aber wir sind doch ein Team, hatten wir uns geschworen. Und ich weiß, es ist kompliziert. Aber wann war es das nicht? Denn Fehler sind nicht inszeniert und ihre Lösungen stets schlicht. Ich will die Schuld nicht mehr bei mir suchen. Aber deine ist es auch nicht. Jeder denkt und interpretiert immer etwas anderes, aber mir ist es wichtig, dass du mir deine Interpretation zeigst. Ich habe das schon so oft gesagt, aber ich sage es immer wieder, weil ich das Gefühl habe, wir kriegen das immer noch nicht so gut hin. Ich will darüber reden, warum wir nicht mehr reden. Es ist okay, wenn du sagst, dass du nicht weißt, was du sagen sollst, aber wunder dich dann nicht, wenn ich gehe. Denn wenn du nichts sagst, ist es manchmal viel schlimmer, als wenn du was Falsches sagst. Und das Einzige, was du sagst, ist, tja, so ist das Leben. Keine extra Wünsche für Madame. Und ich weiß, ich bin ohne dich besser dran, aber trotzdem entsteht am Anfang immer so ein Zweifel und es fühlt sich an, als hätte ich jetzt einen zu engen Schuh wieder ausgezogen, den ich aber sehr mochte. Aber ich weiß, ich bin ohne dich besser dran. Und deswegen muss ich jetzt diesen schweren Schritt gehen, damit es danach leichter wird. Und letztendlich muss man seine Vernunft trainieren, stärker als sein Herz zu sein. Und jetzt liebe ich dich zwar immer noch mehr als morgen, aber schon weniger als gestern. Danke.